uns mit mittelhochdeutschen Texten beschäftigen, dann haben wir die meist in Form einer Edition vorliegen, die wir dann still für uns lesen. Aber eigentlich ist das der total falsche Weg, mittelhochdeutsche Texte zu rezipieren, denn die sollen vorgelesen und die sollen gehört werden. Erstens kommt das der tatsächlichen Rezeptionsform im Mittelalter am nächsten, denn die allerwenigsten Leute konnten lesen und schreiben. Und zweitens versteht man die mittelhochdeutschen Texte einfach viel, viel besser, wenn man sie vorliest bzw. wenn man sie hört. Deswegen werden in diesem Video ein paar Textpassagen aus verschiedenen mittelhochdeutschen Werken vorgelesen und dafür habe ich mir ein bisschen Unterstützung geholt. An diesen Beispielen könnt ihr dann sehen, wie unterschiedlich es klingen kann, wenn wir als Neuhochdeutsch-MuttersprachlerInnen uns um eine korrekte mittelhochdeutsche Aussprache bemühen. Zuerst hören wir vom Artus-Ritter Lancelet und seiner Begegnung mit einem Drachen. Selbe zechende Reiter hin, da ihm ein wunderlich Gewinn von dem Wurm geschach. Als Scheer ihn gesach und in der Wurm erhorte, von Freude er sich erbohrte. Viel fremdeklicher schrie als ein wildes Wieb, »O weh, wie lange soll ich bieten dien!« Do erschraken die Gesellen sehen die Nüne und hielten hinter sich. Do sprach Lancelet, »Nur sprich, wannen kommt dir menschlich Stimme?« Ich gesach nie Tier so grimme, noch als enges Liech getan, alles, das ich gefahren, Hahn in Wasser oder an Lande. Hätte ich es nicht immer Schande, so wär ich gerne von dir. Neiner Held, das verbirr, sprach der große Serpent. Gott hat Lüt und Land von mannigem Wunder gemacht, mit seiner Togen bedacht. Derselben Dinge bin ich ein. Wann lebete nur Ritter dich hein, der mich kusst an meinen Mund, so würd ich schöne und sah gesund. Ich mocht es aber niemand nie erbitten, sie entflüchen gar mit Unsitten alle, die mich je gesahen. Do möchte gerne garren ein Ritter, dass er kusste mich. Damit bessert er sich. Wanns, wem das erteilet ist, der ist Ahne, Kargenlist, der beste Ritter, der nur lebet. Svi hart ihr nur hin das trebet, mir vertriebet es wär min sehr. Do von bitt ich dich, Degen her, tue es durch den Riechen Gott, lose mich, es ist nicht mein Spott, wann ich dich manne sehre durch aller frohen Ehre. Biet nicht und küsse mich. Nach diesem doch etwas ungewöhnlichen Drachen folgt nun ein ebenfalls merkwürdiger Ausschnitt aus dem Herzmeere. Do gesach er schiere da, die Lade von gezierede Klurg, darinnen er das Herze trug und der Frauen Fingerlin. Er hätt es an den Gürtel ziehen, gehenket beidü von Geschicht, als ob es wäre anders Icht. Do der Ritter das ersach, den Knappen großte er undesbrach, was er darin trüge. Do sprach er viel Gefüge, und der getrübe Jungeling, Herr, es ist einer Handeding, das ferre Bi mir ist gesandt. Lass sehen, sprach er allzuhand, was drin ist sie verborgen. Do sprach der Knecht mit Sorgen, zwar des entturn ich nicht, kein Mensch es nie merkest hicht, wann der es soll von Rechtes sehen. Nein, also mag es nicht geschehen, sprach der Ritter aber zimme, wann ich dir's mit Gewalt nimme, und schaue es sunder dienen Dank. Danach was viel harte unlang, bis daß er ihm das Ledelin brach von demme Gürtel ziehen. Das tät er uf mit seiner Hand, das Herze sach er, undefand, dabei der Frauen Fingerlin. An den Zwein ward ihm schien, daß der Ritter läge tot, und dies sü beidü seiner Not ein Urkünde wären, zu der viel selden wären. Der Ritter sprach dem Knechte zu, ich sage dir, Knappe, was du tue. Fahr deine Straße, wellest du, ich will das Kleinöte nu mir selben han, das sage ich dir. Sus reit er heim nach seiner Gier, und sprach zu seinem Kochesa, dass er ihm aus dem Herzen da ein kleine Sunder trachte mit hohem Fließe machte. Das tät der Koch mit Willen gar,
Er nahm zu ihm das Herze dar und machte es also rechte Woll, dass man en Biesten nie mehr soll, de keiner Schlacht des Biese, die also wohl nach Priese mit edeln Würzen sie gemacht, als das Herze viel geslacht. Ja, dann mal guten Appetit. Wir machen derweil einen kleinen Ausflug in die Bibeldichtung und hören uns an, was Jesus Christus eigentlich gemacht hat, während er im Grab lag. Do er do zwene Tage geruht in dem Grabbe, in der Friste do zerstorte er dir helle Feste. Er fuhr mit löwen Kräften dir Grintelmursen Bresten. Dir Geiste Ungehöre, dir sprachen in dem Führe, wer der wäre, der so gewaltig riechen krumme. Er bringet uns ein Michel Licht, er ne wohnet hier mit uns nicht, ne heine Sünde habet er getan, er ne mach hier nicht bis dann. An der Stunde, do gesickt er an dem helle Hunde, seine Krien er ihm brach, viel Michel Leid immer da geschach. Ich weiß, er ihn pannt mit seiner zessuen Hand, er warf ihn an den helle Grund, er legt immer einen Bauch in seinen Mund, dass demselben Gule alle Zahne offen stunte das Mule. Es wär durch seine Sünde krumm in seines Lunden, dass der freisliche Hund nicht gelugren megge den Mund, dass er ihn durch Biechte und durch Purse seines Undankres Murse lassen. Donne wollte er nicht vermieden, do kehrte sich zu den Sienen, die in der Finster waren. Ein neues Licht sie sahen. Viel harte fröten sie sich des, sie sprachen, Advenisti desiderabilis. Er sprach, min erbarmende Michnelias, ich täte also ich ö Gehirs. Ich han durch ihren Not erlitten einen grimmiglichen Tod. Dir mich habend geminnet, dir will ich fuhren hinnen. Swer hüte hier bestat, dessen wird niemanne hein raten, des me helle Seere. Dessen gewies ich niemer mehre. Nach dieser im wahrsten Sinne des Wortes Höllenfahrt schließen wir ab mit einer höchst dramatischen Szene aus dem Nibelungenlied, in der Kriemhild den Festsaal anzünden lässt. Dir noch hier Use stunden die Triems in den Saal, mit Schlägen und mit Schüssen, das ward viel groß der Schall. Doch wollten nie gescheiden die Fürsten und ihr Mann, seine Kunden vor ihr trüben, ein andern nicht verlahn. Den Saal, den hieß dort zünden, das Ätzelen wieb, doch quälte man den Recken mit Füber da den Lieb. Das Hus von einem Winde fiel balde alles brann. Ich wähne, das Volk in Heines größer Angst nie gewann. Genur geruften drinne, o weh, dir Not! Wir möchten Michel gerne sehen in Sturme tot. Es möchte Gott erbarmen, wie sehen wir alle verloren. Nur richtet ungefurge an uns die Königinne ihr Zorn. Ihr einer sprach darinne, wir müssen liegen tot. Was hilft uns das Grüßen, das uns der Königin bot? Mir tut von starker Hitze der Durst so rechte weh, dass wehen mi Leben schiere in diesen Sorgen zergeh. Doch sprach von Tronne gehagene, ihr Edelritter gut, Sven zwinge Durstes Not, der trinke hier das Blut. Das ist in solcher Hitze besser dann Wien, es in Mark an diesen Zieten et nun nicht besser gesehen. Da gier der Recken einer, da er einen Toten fand, er kniet dem zu den Wunden, den Helm er abgebannt. Da begann er trinken das fließende Blut, s wie ungewohn er's wäre, es durch den großliche Gurt. Also wie ihr seht, die zweite Hälfte des Nibelungenlieds ist quasi ein Splatter-Roman. Jedenfalls könnte sich Mittelhochdeutsch ungefähr so anhören. Natürlich wissen wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, wie sich mittelhochdeutsche Sprache jetzt tatsächlich angehört hat, aber man kann es mit relativer Sicherheit rekonstruieren. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass sich die Aussprachedetails in allen Beiträgen ein bisschen unterscheiden. Das liegt nicht nur an möglichen Unsicherheiten bezüglich der rekonstruierten Aussprache, sondern auch einfach daran, dass es nicht das Mittelhochdeutsch gegeben hat. Wie heute wird es regionale Unterschiede gegeben haben und erschwerend kommt hinzu, dass es damals eben noch keine allgemeingültige
deutsche Hochsprache gab.